So, Tag 3. Wir spielen weiter Papers, Please. Ein neuer Part dieses Spiels. Auf geht's. Tag 3. Terroristen verüben Anschlag. Okay. Fortsetzen. Versuchen wir's. Die Wahrheit von Astrotzka. Hier haben wir die Tageszeitung vom 25. November 1982. Grenzübergang noch stärker gesichert. Terroristen verüben Anschlag in Christin. Kolischische Hetzer unter Verdacht. Unterhaltung und Politik. Ich gehe dann mal zur Arbeit. 25. November 1982. Sie haben Grenzposten aufgestellt. Größere und mehr Grenzposten. So. Aufgabe für heute, die Einreise aller Nichtbürger ist ab sofort reguliert. Alle Ausländer haben einen Einreisebeleg vorzulegen. Verifizieren Sie die Angabe, bevor Sie ein Einreisevisum in den Pass stempeln. Die Dokumente wieder in dem Einreisenden aushändigen. Okay. Viele Dokumente können durch Auswahl des Tresens und des Absatzes Fortschriften ergültigen werden. Okay, dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Wird schon ein bisschen kniffliger. So, Rolle hoch und der Nächste bitte. So, wen haben wir denn da? Papiere bitte. Mhm. Und hier haben sie den Einreisebeleg. Gültig bis 25.11.82. Der ist heute. Eine kurze Kontrolle. Hat noch nichts gebracht. So, abgelaufen. 83, der hält noch ein Jahr. Junkido. Weiblich. Ja, das Bild passt auch halbwegs. Aus Empor kommt sie. Ja. Sprich nichts dagegen, würde ich sagen, oder? Während eine Einreisebeleg hat sie. Die darf, würde ich sagen. Den wisst auch noch. Und macht sie mir keine. Nächste. So. Papiere bitte. Und ein Einreisebeleg. Ich brauche da einen Einreisebeleg. Tja, da brauche ich auch hier gar nichts zu überprüfen. Ich habe keinen Einreisebeleg bekommen. Das brauche ich leider. Tja, tut mir leid. Ohne Einreisebeleg geht hier nichts. Das ist hier die erste Sache. Papiere bitte. Hallöchen. Können dich jederzeit glücklich machen. Das ist aber kein Einreisebeleg. Madame. Ach, aber das ist einer. Gültig bis 25.11. der heute ist. Sehr gut. Und der Ausweis ist auch noch nicht abgelaufen. Das kannst du behalten. Das kann ich dir zurückgeben. Nimm. Das ist die rosa Sünde schon wieder. Brauche ich nicht. Aber dein Einreisevisum kann ich bitte trotzdem abstempeln. Hier. Und dein Dingens brauchst du auch noch zurück. Komm in die rosa Sünde und frag nach Aua. Ne, nach Ava wahrscheinlich. So. Wen haben wir denn hier? Papiere bitte. Ein Urbistaner. Eine Urbistanerin. Und dein Einreisebeleg. 29.11. Ja, gilt. Pass ist auch noch nicht ausgelaufen. Bild passt. Ja, sprich nichts dagegen. Von mir aus. Einreise genehmigt. Den Einreisebeleg kriegen sie auch noch zurück. Machen sie mir keinen Ärger. Nächste bitte. Was? Vorschriften missachtet. Ungültiges Datum. Ah ja, stimmt, der hätte 25.11. verstehen müssen. Naja, das ist naja, gut.
So, dann müssen wir das hier besser kontrollieren. 25.11. passt. So, das Bild passt auch halbwegs. 24.11. Ja, Geburtsdatum kann ich jetzt nicht überprüfen. Kommt vielleicht noch irgendwann, dass man eine Geburtsurkunde dazu legen muss. Aber bisher. 3.6.84, der Pass gilt noch. Jo. Na dann, ich sehe nichts, was dagegen spricht. Jo. Erstmal die Einreisebeleg zurück und dann die Ausweispapiere. Passen Sie sich auf. Eine Verwarnung haben wir hier schon bekommen. Gut, ich hab mich halt verschätzt. Ich dachte, das kann auch, ja, wie ein Ausweis länger gehen. So, er hat einen Einreisebeleg. 16.12., der ist falsch. Da muss ich leider nicht lange nachgucken. Da kann ich gleich mal, tut mir leid so. Einen Reisebeleg können Sie zurücknehmen und können Sie abhauen. Tut mir leid. Ich brauche einen gültigen Einreisebeleg. Lal. Und jetzt brauche ich überhaupt erstmal einen Einreisebeleg. Madame. Sonst kann ich sie nicht durchlassen. Nein? Wollen Sie mir keinen geben? Na dann. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ciao. Der nächste. Papiere bitte. Schön, los geht's. Es lebe Astotzka. Tolles Land. Toll ist das Land, wo gibt. Yay. Ja. Ich bräuchte Ihre Papiere. Ich kann Sie hier nicht durchlassen ohne Papiere. Ich bräuchte von Ihnen Papiere. Mister? Mister, ich kann sie nicht durchlassen. Ich habe hier keine. So. Ja. Was soll ich mit Ihnen jetzt machen? Kann ich hier irgendwie einen Alarm drücken? Gehen Sie. Wählen Sie zum Fortfahren den Prüfmodus, um Verhör zu beginnen. Auf Seite 2 der heutigen Depesche finden Sie die Anweisungen. Okay. Einreisewilliger ohne Papiere. Okay. Hallo. Seite 2. Fehlende Dokumente können durch Auswahl des Tresens und der Absatz in der Vorschriften abgeglichen werden. Okay. Absatz in den Vorschriften. Habe ich gemacht. So muss ein Pass haben. Keine Übereinstimmung. Wo ist der Pass? Ach so. Astotzka ist toll, braucht man keinen Pass mehr. Stimmt's oder habe ich recht? Sie brauchen einen Pass, schon gut. Ich habe verstanden, ich schaue nochmal vorbei. Okay, das hat ja lang gedauert. Oh. Frau friert und ist hungrig. Sohn friert, ist krank und hungrig. Schwiegermutter friert und ist hungrig. Onkel friert und ist hungrig. Auweih. Ersparnisse 5, Gehalt 35, oh Mann, Miete minus 20, Nahrung minus 20, Heizung minus 10, Medikamentation minus 5, uns geht's ja richtig scheiße. Wir gehen trotzdem schlafen. Die Wahrheit von Astotzka, so heißt wohl das Tagesblatt hier, unbezahlbar.
Schwarzmarkt erlebt unbekannte Güter. Regierung sieht Schuld in Lachsen. Grenzkontrollen. Okay. Lachsen Grenzkontrollen. Was? Bin ich schuld am Schwarzmarkt, oder was? Ich bin ja hier die Grenzkontrolle. Ausbau des Grenzübergangs verschoben. Das Wetter. Gut, gehen wir zur Arbeit. So, wieder ein paar Wachen dabei. So, ab sofort gilt dann strengere Vorschriften hinsichtlich der Vorlage von Ausweisdokumenten. Bürger von Astotzka haben ihren Ausweis vorzulegen. Ausländer haben eine gültige Einreisegenehmigung vorzulegen. Einreisebelege sind nicht mehr ausreichend. Eine Genehmigung gibt es jetzt also nirgends. Schauen wir mal. Der Erste. Papiere bitte. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Ich komme hier nur durch. Dauer des Aufenthalts, ich bleibe nur 2 Tage. Okay. Da haben wir eine Einreisegenehmigung. Vorbehaltliche Einleitung einer Einreisegenehmigung für den souveränen Staat Astotzka für Jindalay Harera. Okay, das scheint zu passen mit Passnummern. Passnummer passt. Transit 2 Tage, hat sie gesagt. Einreise bis 14.12. Ja. Der Pass geht auch noch. Bild passt einigermaßen. Ja. Ach, können wir nicht abstempeln. Hier das Visum können wir abstempeln. Ja. Sie können durch. Und das. Der nächste. Die Einreisekontrolle wird immer schwerer. Papiere bitte. Ist das überhaupt ein richtiger Astotzka-Ausweis? Okay. Die Bürger von Astotzka haben ihren Ausweis vorzulegen. Ja. Und ein Reisepass oder? Ja, ich bräuchte halt noch Papiere zum Abstempeln. Okay. Müssen wir hier wohl mal. Keine Übereinstimmung. Verloren. Wo ist der Pass? Die haben hier meinen Pass genommen. Okay. Temporäres Visumbeleg. Nur für abgelehnte Einreise. Finde ich ja. Okay, jetzt müssen wir also abstempeln. Nur für abgelehnte. Muss leider gehen. Geht so nicht. Das geht so nicht. Auch wenn ihr Pass genommen wurde. Ihr tut mir herzlich leid. Was ist der Zweck? Keine Ahnung, zu Besuch. Dauer des Aufenthalts vielleicht ein paar Tage. So. Ein Reisebeleg. Gültig am 26.11. Der ist heute. Aber sie ist nicht aus Astotzka. Also braucht sie eine Einreisegenehmigung. Der Beleg passt nicht mehr. Der reicht nicht. Zack. Ja, muss ich leider. Das kriegen sie auch zurück. Ein Visum reicht nicht. Holen sie sich eine Genehmigung. Schwachsinn. Für das Visum habe ich gutes Geld bezahlt. Verstehe ich, aber ich habe da halt meine Vorschriften. Ich kann da nichts. Ich kann da halt leider nichts machen. Muss halt schon richtig sein. Astotzka, und das ist sein Pass. Sein Ausweis. Ja. 8.8.46 passt. 87 Kilo. Ja. Schön, schön. Ein Reservisum. Ja. Ich denke, das passt. Das können wir abstempeln. Genehmigt.
Hier Ihr Pass, hier Ihr Ausweis. Müssen die Wachs dort machen. Der nächste Pass. Ungültiges Geschlecht. Das habe ich jetzt übersehen. Hat er weiblich angegeben. Ich bin ja so froh, dass die Grenze auf ist. Ich möchte meinen Sohn besuchen seit 6 Jahren. Dauert es auf 6 Monate. Ah, okay. Okay. Astotzka, Einreisegenehmigung. Der kommt aus Impor. Der oder die. Weiblich. Ja, kann ich nicht kontrollieren. Hätte ich bei dem kontrollieren müssen. Gültige Einreisegenehmigung. Ist noch gültig? Ja. Ich denke, das können wir in Ruhe genehmigen. Zack. Zack. Danke. Der nächste Pass. Eine Reisegenehmigung. Ungültig. Ablaufdatum. Oh. Kein Bußgeld. Oh Mann. Wir können uns das Bußgeld nicht leisten. Unsere Familie ist arm. So, Einreisegenehmigung. Einreise bis 22.12. Okay. Ja. Ja. 28.09.84. Der hält sich noch. Republien. Passt. Würde ich sagen. Ein bisschen falsch gestempelt, aber was soll es? Muss ja nicht hübsch aussehen. Macht sie mir ja keinen Ärger. Der nächste, bitte. Der nächste. Papiere, bitte. Zweck der Reise ist durchs Land reisen, Dauer des Aufenthalts 14 Tage. So steht's auch hier. Jo. Passnummer stimmt. Name. Name stimmt nicht. Einreisegenehmigung ist für Schmitz und sie heißt Kimenov. Ja. Das muss ich leider ablehnen. Ist für die falsche Person. Tut mir leid. Der nächste bitte. Papiere bitte. Dach auch. Jetzt habe ich einen Pass. Stotzka ist immer noch das beste Land, wo es gibt. Korb ist dran. Aber sie brauchen immer noch. Sie brauchen immer noch eine Genehmigung. Ich kann ja einfach hier. Stempelst die einfach als falsch ab. Aus dem, wie ist dieses Kästchen gemalt worden? Sieht doch ziemlich gefälscht aus. Abgelehnt. Ja. Komm, es dann ist kein real existierender Staat. Verstehe, verstehe. Du magst meinen Pass nicht. Verstehe schon. Ich schaue dann später nochmal vorbei mit einem besseren. Und wird jetzt hier gefälscht. Ne, ich brauche halt die richtigen Dokumente, mein Herr. Papiere bitte. Was passiert denn jetzt hier? Einreisevisum. Dich kontrolliere ich noch. Astotzka. Ja, scheint mir zu passen. Ganz schnell in der Schnelle. Ich will kein Bußgeld kriegen, aber scheint zu passen. Hier und hier. Ach, sie können gehen. Das Leben ist Totska. Was? Nein! Ausweis ungültiges Distrikt. Bußgeld 5 Credits. Nein! Ich bin doch arm. Ich habe Familie. Frau friert, Sohn friert und ist krank. Schwiegermutter friert, Onkel friert. Ach, verdammt. Wir brauchen eine Heizung. Wir müssen eine Heizung klauen. Ihr Sohn ist krank und braucht Medikamente. Die Miete hat sich erhöht. Ach, Schande. Ersparnisse 0. Gehalt 30. Wieso kriegen wir so ein wenig Gehalt? Bußgelder minus 5. Oh, Mann. Miete minus 20, Nahrung minus 20, Heizung minus 10, Medikamente so. Ich hab kein Geld. Ja, Medikamente müssen wir ausgeben.
Tja, habe ich jetzt mein gesamtes Erspartes für die Medikamente ausgegeben. Muss so.